Wollt ihr euch ganz kurz einmal vorstellen, warum ihr heute da seid und was ihr mit Joomla 5 zu tun habt? Harald vielleicht oder Benjamin, okay. Wer möchte? da gibt es ein schönes Video, das ist gut. Ich bin Harald, ich bin neben Benjamin Release Manager für Joomla 5.0. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass der Release stattfinden wird, dass alles fehlerfrei laufen wird und betreue ihn danach auch noch weitere 6 Monate. Ja, ich bin Benjamin und ich bin eingesprungen auch mit Harald zusammen, wobei ich muss ehrlich sagen, Harald macht die Hauptarbeit, das Release zu bauen, 5.0, und ich bin auch dabei. So, ich bin auch dabei, also die beiden machen die Hauptarbeit, ich stelle nur die Fragen. Okay, jetzt ist natürlich das Spannendste immer bei so einem neuen Release, wie viel Arbeit kommt auf uns zu, was bedeutet das für die bisherigen Webseiten, lohnt sich das überhaupt, das werden wir alles klären. Vielleicht die wichtigste Frage, wird Joomla 5 zu 100% rückwärtskompatibel sein? Sprich, haben wir einen Riesenstress mit den Migrationen oder wie wird das ablaufen? Wer hat schon mal Joomla 5 getestet? Wer hat Probleme dann gehabt? Also 10 haben aufgezeigt, 3 hatten Probleme, glaube ich. Also ich glaube, so eine gute Quote hatten wir noch nie bei Joomla, oder? Nee, das ist eine gute Quote. Ja. Nein, also prinzipiell Joomla 5 sollte sehr kompatibel sein zu Joomla 4. Das war der Plan von diesem Release. Und wenn man keine obskuren Sachen hat im CMS, dann sollte es ein Update sein ohne Schmerzen. Obskure Sachen wären dann irgendwelche Eigenentwicklungen, irgendwelche wilden Templates oder irgendwelche Overrides oder irgendwelche Joomla 1.5 Extension, die hochmigriert worden sind und mit Pflaster und Bandagen zusammengehalten werden, sowas. Okay. Gibt es neben den üblichen Themen, warum ich immer mein Content-Management-System natürlich up-to-date halten sollte, gibt es irgendwelche neuen Features in Joomla 5, wo ihr sagt, ey, das ist auf jeden Fall ein Argument, da lohnt es sich up-to-daten? Ja, selbstverständlich. Es sind jetzt nicht so viele, die für den Benutzer relevant sind, aber ein schönes davon ist die SEO-Extensions im Endeffekt für Schema.org-Daten. Das heißt, es ist ab Joomla 5.0 möglich, in jeden Artikel Schema-Daten einzutragen, um für Google und alle anderen Plattformen besser durchsuchbar zu sein. Weißt ihr da, was Schema.org-Daten sind? Oder wer weiß nicht? Vielleicht. Genau, also Google hat ein Problem. Google ist eine Maschine. Und wenn ich zum Beispiel einen Blogpost schreibe über Harald, dann ist ja die Frage, schreibe ich einen Verriss, schreibe ich irgendwie was Nettes, habe ich ihn einfach nur, weil er ein Autor von irgendeinem Buch ist auf meiner Seite, das weiß ja Google nicht. Und Schema.org ist ein Standard, der auch von Suchmaschinen etabliert ist, mit dem man seine Webseite auszeichnet. Und bisher hatten wir das direkt im Code drin. Wenn ihr mal einen Override gemacht habt, das habt ihr wahrscheinlich solche Attribute gesehen, die irgendwie Person hießen oder Artikel oder irgendwas. Und es war natürlich, in Joomla ist alles ein Artikel. Egal, ich schreibe irgendwie eine FAQ, es ist ein Artikel. Ich schreibe eine Buchbeschreibung, ist ein Artikel bei Joomla, weil es halt einfach Hardcode drin ist. Und mit Joomla 5 wurde das alles rausgenommen. Und das ist tatsächlich eine kleine Hürde, wo man ein bisschen beachten muss, wenn man ein Template-Override hat, dass man diese nicht 100% Kompatibilität, dass man da aufpassen muss, weil jetzt wird alles dynamisch reingeladen. Das heißt, wenn ihr dann mit Joomla 5 das abgedatet habt und das erste Mal in den Artikel geht, dann werdet ihr einen neuen Tab finden, heißt Schema.org, glaube ich. Und da wird dann hingewiesen, ihr müsst einmal auf den Link klicken, eure Grunddaten eingeben, das habe ich bin ich eine Person oder ein Unternehmen und wie heiße ich. Und dann werden automatisch, könnt ihr dann Schema.org-Attribute angeben. Also wenn ihr zum Beispiel einen Artikel schreibt über ein Rezept, dann wählt ihr als Typ Rezept aus und dann könnt ihr sagen, okay, mein Rezept heißt das, das ist ein Bild davon, das sind die Zutaten, das ist der Erfinder, das ist die Kochzeit. Und dann kennt ihr ja bei Google wahrscheinlich diese Vorschau, wo man so bei Rezepten, Videos, bei Ratings mit den Sternen und so, wo das dann kommt. Und Google bedient sich an diesen Schema.org-Daten, die ja dann hinterlegt werden. Und baut auch diesen Graph auf der rechten Seite anhand dieser Daten auf. Und das kann man jetzt,
dynamisch machen. Wir bieten, glaube ich, 6 Typen, werden per Default mitgesendet, aber ihr könnt sehr, sehr easy eigene Typen dazu packen. Und ich glaube, es ist gar nicht mal so klein. Also es ist vom Umfang her, es ist klein, aber ich glaube, es gibt richtigen Boost auch SEO-mäßig und es ist super einfach zu bedienen. Sehr cool. Ihr habt mir in der Vorbereitung auch noch ein bisschen was erzählt zum Thema Public Folder. Was verbirgt sich dahinter? Das ist vor allem für Joomla-Installationen auf dem Webserver interessant. Joomla erlaubt jetzt, sich selbst nicht mehr in den Webroot zu installieren, sondern es ist möglich, den Webroot in einen Unterordner zu legen, um keine Dateien mehr direkt aufrufen zu können. Das erhöht dramatisch die Sicherheit von Joomla, vor allem bei Extensions, die unter Umständen Probleme verursachen können oder Dateien direkt aufrufbar sind. Das wird damit verhindert. Das heißt, ich habe die Extensions in einem anderen Ordner wie das Kernsystem, oder? Nein, nicht unbedingt. Wir haben ganz Joomla woanders und nicht mehr von außen erreichbar direkt. Also okay. Den Joomla Source Code, sondern nur noch unsere Eintrittspunkte. Dann haben die meisten von euch ja wahrscheinlich Kunden, die dann damit auch arbeiten. Gibt es auch irgendwas auf, sag ich mal, normaler User-Ebene? Also wenn ich einfach nur Inhalte pflege beispielsweise, was sich verändert hat? Gibt es da irgendwelche Updates? Also abgesehen von dem Schema.org, was ich sehr wichtig finde. Wie gesagt, wir haben versucht, tatsächlich diese Backwards-Kompatibilität, also diese Bruch zu verhindern. Hört mir, ja. War der Fokus tatsächlich auf diese Stabilität. Ich glaube, was jetzt indirekt ist, ist die Geschwindigkeit. Aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf. Stichwort BC-Plugin, wo es aber... Ja. Was eigentlich jetzt zum Tragen kommt, weil Geschwindigkeit ist aktuell für Google alle Key. Also man braucht ein bisschen Content und schnell. Das sind die zwei Punkte. Aber ich glaube, da kommen wir auch drauf. Okay. Ja, was ist das BC-Plugin, wenn wir gerade schon das angerissen haben? Was wird das? Ja, das BC-Plugin ist das Kompatibilitäts-Plugin. Es ist so, dass wir in Joomla 5 Dinge entfernen wollen, möchten, wie auch immer. Allerdings wollen wir natürlich nicht bestehende Seiten kaputt machen, die Code verwenden, den wir als nicht mehr notwendig erachten. Dafür gibt es jetzt dieses Plugin. Dieses wird automatisch installiert und aktiviert beim Update. Bei einer Neuinstallation noch nicht. Da ist es noch nicht sicher. Das werden wir schauen, ob wir es automatisch aktivieren oder nicht. Auf jeden Fall, wenn es ausgeschaltet ist, wird Joomla hoffentlich... ist schneller. So. Okay. Ja, völlig. Sollen wir direkt drauf gehen oder später? Also ja, gerne. Die Idee dahinter ist, war immer so die Frage, ich habe einen Joomla 3, funktioniert mein Joomla mit Joomla 4 noch, wenn ich jetzt update oder nicht? Und dem wollen wir entgegenwirken. Und die Message ist so, ist natürlich Technologie, man könnte es nicht 100% abdecken, aber ich sage mal 99% ist, wenn ihr einen Joomla 4 habt und das Plugin deaktiviert, und euer Joomla und eure Extension laufen auch noch, dann wird es auch mit Joomla 5 funktionieren. Und da wird es dann auch wieder ein neues BC-Plugin geben, von dem 5 auf 6er Schritt. Und das Gleiche, es wird aktiviert beim Update, ja, eure Seite läuft wie in der vorherigen Version und dann irgendwann deaktiviert ihr idealerweise das Plugin, um zu sehen, funktioniert mein Joomla noch und dann könnt ihr gefahrenlos in den meisten Fällen updaten, wieder auf die nächste Version. Und der Vorteil ist tatsächlich, dass dieser ganz alte Code, wir entfernen ja nicht Code, weil wir jetzt denken, noch macht Spaß, Code zu entfernen, sondern weil der halt alt ist, weil der langsam ist, weil er schlecht ist. Und da wird idealerweise so gut wie möglich in dieses Plugin geschoben und ihr habt dann halt einfach einen Performance-Gewinn, wenn ihr dieses Plugin deaktiviert. Und wenn ihr es nicht deaktiviert, ist halt so, wie wenn ihr Joomla normal laufen lassen würdet. Ja. Du hast das Plugin einen Hinweis, was das Problem verursachen könnte? Also naja, wenn du das Plugin deaktivierst, wird deine Seite wegknallen, wenn sie nicht geht. Ja, also die Frage war letztendlich, bekomme ich, wenn ich das BC-Plugin aktiviere, einen Hinweis, was dieses BC-Plugin eventuell jetzt gerade fixt, damit ich eben weiß, wo ich nachjustieren muss? Also kurze Antwort ist nein. lange Antwort ist, das ist technisch sehr schwer zu machen und zweitens würde das echt die Performance völlig in den Keller reißen, wenn wir da durchschauen müssen, wo was wie irgendwie benutzt wird. Also nein. Okay,
sicherlich auch wichtige Frage ist, wie einfach wird das Update auf Joomla 5 sein? Also ist das problemlos? Ist das eine One-Click-Geschichte oder wie wird das ablaufen? Wisst ihr da schon was? Ja, so wie wir das ja die ganze Zeit betonen, es wird ein sehr einfaches Update. Es wird im Prinzip ein Update wie von Version 4.2 auf 4.3. Okay, das heißt... Oh, eine Frage, Stefan? Ob man direkt von 4.3 auf 5 updaten kann, war die Frage. Nein. Nein. Kurz gesagt. Nein, die lange Antwort ist, Joomla 4.4 bereitet Code vor, bereitet das CMS für 5.0 vor. Und das Plugin. Genau, das ist Teil der Vorbereitung und darum ist es unbedingt notwendig, auf 4.4 zu aktualisieren. Es ist auch so, dass unser Update-Server kein Joomla 5 anbietet, wenn ihr nicht Joomla 4.4 installiert habt. Auch noch eine Frage, ja? Das Sicherheitsfeature, das ich komme mir vor wie so ein Papagei, ne? Also das Sicherheitsfeature, das Joomla nicht mehr im Root liegt, habe ich das nur bei der Neuinstallation oder auch wenn ich von beispielsweise 4.4 auf 5 update? Dieses Feature ist relativ komplex für normale Benutzer, sage ich jetzt mal, weil es muss die Serverkonfiguration geändert werden und deswegen ist es nicht out of the box, es ist Opt-in. Man muss derzeit über die Konsole diesen Folder erstellen lassen. Also wir haben einen Command geschrieben, dass das für einen macht. Aber prinzipiell funktioniert das auch für Updates. Wir können das aber nicht für Extensions garantieren. Aber ich kann sagen, bis jetzt funktioniert es ganz gut bei Seiten, die ich mache. Deshalb ist es wichtig, in die Extensions zu schauen, nicht irgendwie jeden, ich sage es politisch korrekt, Mumpitz zu installieren. Besonders wenn Extensions anfangen, ihre eigene Asset-Ordner und sowas zu haben und in ihrem Backend, in ihrem Ordner plötzlich eine CSS rumfahren haben. Wir sind jetzt im Jahr 2023, da gibt es bessere Extensions. Das heißt, wir haben eigentlich ja mit Joomla 5 eine Version, die auf jeden Fall mit alten Dingen so ein bisschen aufräumt, das Ganze entschlankt, beschleunigt. Was waren so die Hauptherausforderungen für euch als Entwickler? Ja, Leute zu finden, die das machen und es testen. Das ist, ja. Also wer sich berufen fühlt, meldet euch. Das wäre echt ein Stichwort. Wenn ihr mal googelt, Joomla Nightly Builds, ihr bekommt jede Nacht wieder da der aktuelle Stand von Joomla 4.4 und 5.0 als komplettes ZIP, als Update-Paket bereitgestellt. Macht mal ein Backup von eurer Seite auf irgendeiner Subdomain, holt euch die 4.4, wenn ihr schon eine 4.0 habt oder irgendwie eine 4.3, aktualisiert auf 4.4 und probiert mal auf 5.0 zu aktualisieren, ob es geht. Das würde uns sehr helfen und dann Feedback natürlich geben. Schreibt eine E-Mail an Harald, wenn es nicht geht, weil er hat das Plugin gebaut, deswegen ist seine Schuld. Ja, bitte, also ist kein Spaß, wirklich, schreibt mich an, egal wie, ich bin da. MetaMost. War der Link von MetaMost, ja genau, da war ein Link. Genau, der Joomla-Chat, genau. Wir hängen, glaube ich, ein bisschen in Zeit. Wie lange dürfen wir überziehen? Hast du eben nicht aufgepasst, als ich gesagt habe, frag mich sowas nicht? Ah ja, okay. Wie lange dürfen wir überziehen? 5 vor Schluss. Okay, 7 Minuten haben wir noch. Okay, was habe ich hier noch? Was sind Stärken und was sind Schwächen von Joomla 5? Ich finde, das ist... Ja, ich glaube, die Stärke ist tatsächlich, dass wir den Schmerz, den wir noch mit von 3 auf 4 hatten, wo ich finde, der war nicht so groß wie von 2 auf 3, aber den wir hatten, der hat sich echt gelohnt, weil wir mit dem Umbau unseres Release-Circles, dass wir jetzt jedes halbe Jahr eine Minor haben, jedes 2 Jahre eine Major, relativ sauber jetzt durch die Versionen durchkommen und auch für Programmierer eine gute Codebase haben, dass wir ich sag mal, relativ einfach die Funktionalität von Joomla erweitern können. Und wenn ihr mal Google als Lighthouse nutzt, ich glaube, die Stärke von Joomla ist mittlerweile, man kommt nur bei einem Punkt, also es gibt ja Performance, SEO, Accessibility wird gecheckt, wir kommen bei SEO nur noch nicht auf 100%, weil wir die Metadaten leer ausschicken. Das heißt, wenn ihr Metadaten eingibt, haben wir überall 100%.
Und ich glaube, wir sind jetzt echt schlank mit Code, schnell mit Code, geht natürlich immer besser. Und wir suchen Leute, die da interessiert sind, zu testen und Feedback zu geben. Aber wir sind da echt auf einem guten Level, dass wir eine schöne Zukunft haben, um weiter voranzukommen. Schwächen? Glaube ich nicht. Gibt's nicht? Sehr gut. Naja, ein paar Schwächen gibt es immer. Also ich meine, unsere Codebase ist inzwischen, 18 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre, oder älter sogar. Und wir haben halt Code, den wir wahrscheinlich niemals wegkriegen werden. Aber andere Teile werden wir auf jeden Fall. Außer ihr mögt schwere Migrationen. Ja. Sollen wir mal Umfrage machen? Ja, Alex. Wird sich im Admin-Bereich optisch was ändern? Lieblingsthema, ja. Es gibt hitzige Diskussionen dazu. Wenig. Also wir werden vielleicht das Blau ein bisschen anpassen und auch vielleicht optimieren mit Dark and White Mode Template. Aber die Idee ist tatsächlich, wir sind auf einem Status, wo es okay ist. Da brauchen wir jetzt nicht wieder das komplette Backend umwerfen. Und obwohl es am Anfang natürlich schwer war, den Schritt zu machen, ich finde, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, macht es viel mehr Spaß, als mit Joomla 3 im Backend rumzuhantieren. Da braucht man jetzt nicht nochmal was, die Toolbar nach unten sitzen oder sowas. Das, glaube ich, braucht man nicht. Aber das ist ein guter Punkt. Dark Mode gibt es in Joomla 5. Er schaut schon ganz okay aus. Das ist eine Lüge. Und wir hoffen... Ich habe es gerade getestet, stimmt nicht. Er sieht nicht gut aus. Also er schaut super aus, heißt das. Und bis zum Release wird er exzellent sein. Genau. Sehr gut. Jetzt habe ich natürlich, genau wo du sagst, Release. Ich verstehe das ja alles nicht. Wie gesagt, ich habe gerade 24. Dezember angeklickt, weil ich dachte, das stimmt. Ne? 17. Oktober kommt Joomla 5 raus. Wann kommt 5.1 und wann kommt die 6.0 raus? Weil... Wir denken ja schon in die Zukunft, ne? Wir denken in die Zukunft, ja. Und unser Release-Plan ist das Lieblingsthema von Benjamin. Wir haben seit Joomla 4.0 zeitgesteuerte Releases. Das heißt, alle 6 Monate kommt eine Minor-Version, also 5.1, 5.2, 5.3. Und alle 2 Jahre kommt eine Major-Version, also 5, 6, 7. Und dazwischen alle 6 Wochen, glaube ich, eine Patch-Version. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, dass am 16. April, glaube ich, 15. 17. Dienstag. Am Dienstag um 16. April rum. Genau, um 16 Uhr die 5.1 released wird. 18 Uhr, 17 Uhr diese Zeit. Also, Entschuldigung, diese Zeit 17 Uhr. Ja. In der Zeit. Also immer 16 Uhr UTC am Dienstag sind immer die Releases, wenn es kein Security Release ist, wo so panisch irgendwas passieren muss. Und da ist auch David dann schuld. Also David hat schuld, ja. Ansonsten ist immer Dienstag, wenn ihr bei Bugfix seid, immer alle 6 Wochen. Meiner Version, wie gesagt, alle 6 Monate und alle 2 Jahre. Und der Grund ist tatsächlich, wie ihr seht, deswegen können wir so einfache Updates jetzt plötzlich machen und nicht 7 Jahre lang Entwicklungszeit, die wir in einem Release reinpacken müssen. Das war der Hauptgrund. Und verlässlich, ihr könnt euren Kunden, wenn ihr Supportverträge anbietet, wisst ihr genau, wann ihr arbeiten müsst, außer David springt dazwischen. Also Rechnungen an David. Das heißt, ich habe das schnell, genau, Rechnungen immer an David, das mache ich auch so. Ich auch. Das heißt, ich habe schnell im Kopf umgerechnet, 15. Oktober 25 kommt 6.0 raus, richtig? So ist es, ja. Um 16 Uhr, 17 Uhr. 18 Uhr. Okay. 18 Uhr. Weil wir haben dann Sommerzeit. Ja. Ah. Also ist immer 4 Uhr UTC. Ja. Und nächstes Jahr Schaltjahr, es dauert also einen Tag länger, gell? Also denkt dran. Oh. Ihr habt einen Tag mehr Zeit. Stimmt, nein, aber es ist wieder Dienstag, also okay. So gesehen nicht. Dann habe ich natürlich noch eine Frage, wie lange wird die 4.4 supported? Unser Release-Cycle gibt vor 4 Jahre. Jahre. Nein, 2 Jahre. 2 Jahre. Die Major-Version. Tut mir leid, Martin. Es wären doch nur 2 Jahre. 2 Jahre, okay. Also wichtig ist, die Hauptversion wird 4 Jahre supported. Genau. Das ist die 4er, 4.x. Und die hat vor jetzt fast 2 Jahren, haben wir die released. Und ist also aufgeteilt, es gibt 2 Jahre lang Entwicklung sozusagen. Vor 2 Jahren. Ja, und
gibt dann 2 Jahre lang Support, wo dann Bugfixes sind, wo dann 1 Jahr Bugfix und 1 Jahr nur noch Security da ist. Aber ihr solltet schon vorher auf 5. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ihr jetzt auf der 4 bleibt, wenn ihr mal testet. Am besten jetzt testen, bevor wir die 5 releasen, dass ihr Fehler melden könnt. Das heißt, alle, die noch auf 3.1 hängen, da ist ja eigentlich der offizielle Support erstmal ausgelaufen. Wie geht's da weiter? Gibt es da Neuigkeiten? 13 meinst du? 13. Ja, 13, ja, prinzipiell durch. Ist es am 17. August ausgelaufen. Mhm. Das heißt, Update ist doch schwer empfohlen. aber es gibt noch eine Extended Version, die allerdings kostenpflichtig ist. Genau, vielleicht. Also ich schätze mal, die meisten von euch leben ja in Europa. Ihr kennt sowas wie DSGVO. Ihr seid verpflichtet, dass eure Software, falls ihr gehackt werdet, dass ihr nachweisen könnt, dass ihr alles getan habt, um diesen Hack zu verhindern. Und eine End-of-Life Juno 3-Version zu nutzen, ist kein Kriterium, um da gut dazustehen. Und das Board selbst von Joomla hat gesehen, wir haben ja so Statistiken, dass so ein paar noch auf Joomla 3 sind. 2, 3. Und wir haben gedacht, irgendwas muss ja getan werden. Ich war damals noch im Board, dann war es so, irgendwas muss ja getan werden. Es soll auf jeden Fall, es gibt keine neuen Features, es wird keine Bugs gefixt, sondern tatsächlich, wenn ein kritisches Sicherheitsupdate ist, haben wir gesagt, dann soll man doch irgendwas machen, bis ja, die 4 ausläuft, also jetzt noch 18 Monate sind es, glaube ich, wo wir auch irgendwas anbieten. Und deswegen gibt es einen kostenpflichtigen Service, den findet ihr an elts.joomla.org, da zahlt ihr pro Domain einen Preis, ich glaube 90 Euro. Die Empfehlung ist, updated. Wenn ihr es aus irgendwelchen Gründen nicht könnt oder sagt, ihr habt so viele Seiten noch, dann kann man diesen Service machen. Ich persönlich nutze ihn auch aus dem DSGVO-Gründen. Ich muss auch sagen, ich habe noch ein paar große Seiten, die ich noch nicht geschafft habe. Kann man sagen, David und Harald sind auch dahinter, die machen das. Sind, ich glaube, aktuell die kompetenten Leute in Joomla. Also seid ihr in guten Händen, aber solltet euch nicht drauf verlassen und lieber updaten, weil sonst steht er in 1,5 Jahren wieder vom gleichen Problem und dann gibt es definitiv keine Verlängerung. Sehr gut. Hier gibt es auch keine Verlängerung. Wir sind, glaube ich, durch. Ich danke euch beiden. Vielen Dank, dass ihr euch den Fragen gestellt habt. Und ja, euch wünsche ich einen schönen Tag. Danke.